Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. Wir können jetzt laut Atreus die restlichen Feuerschalen anzünden, die uns noch fehlen. Wir können mal ausprobieren, ob wir das hinkriegen. Abgebogen, Bruder. Die Weltenreisekammer ist ganz Du kannst mich mal jetzt. Wir haben vor der Abreise vielleicht noch ein paar Dinge zu erledigen. Haben wir auch. Wer weiß, wie lange wir weg sind. Auch gut. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal dann über, weil da sehen wir schon mal, da brennt nämlich gar nichts. Und dann zünden wir die jetzt einfach alle an. Ne? Finde ich eine gute Idee. Machen wir jetzt einfach. So, wie kommen wir denn da hin? Warum hast du Odin gedient, wenn er so schlimm ist? Das ist mein Beruf. Das können wir uns gleich anhören. Und wenn man königlicher Berater werden will, dient man zwangsläufig auch mal dem einen oder anderen Irren. Es gibt nicht viele freie Stellen. So, erstmal hoch. Die Todesschlinge, das klingt sehr cool. Wir brauchen ein bisschen, aber wir haben die Kraft. Wir haben die Kraft. Noch nicht voran. Der hat keine Chance, ey. Der wird betäubt ohne Ende. Finde ich gut. Was ist das? Nemeisischer Schmetterer. Leichter Runenangriff. Macht Brand. Boah, ist auch schön, ne? Wir haben den Ansturm gehabt, ja. Ach, ist immer so schwer. Ich glaube, ich mag meinen immer noch ganz gern. Okay, dann auf nach oben. Erstmal die Schalen. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Ich weiß gar nicht, ob wir sonst noch irgendwas hier zu tun haben. Ich glaube, das Wasser ist ja immer noch auf demselben Level. Wie jetzt beim letzten Mal, als wir erkundet haben. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Runde erkunden können irgendwann. Ob das nochmal ein bisschen runtergeht. Oder ob es das gewesen ist. Noch ein Name. Er. Jemand, der die Walküren sehr liebt. Wer nur? Vielleicht die Königin. So, die da vorne haben wir. Müssen wir da auch noch gucken. Naja, ist jetzt ein bisschen rumgeradelt. Aber das ist ja nicht so wild. Das ist ja ein Kinderspiel. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber das sind Dinge, die müssen gemacht werden und die wollen wir auch machen. Dann gehen wir jetzt einfach in die Richtung weiter, ne? Genau. Genau, wir konnten echt viele nicht anzünden. Ich dachte, wir konnten irgendwie doch schon einige anzünden, aber offenbar nicht. Offenbar nicht. Wurscht. Wo waren wir? Ah ja, meine erste Stelle. Ja, da kannst du mein immer noch nicht weitergehen. Mein erster Herr war auch ein Scheusal. Doch dank ihm lernte ich, wie viel man durch Scharfsinn ertragen kann, was mir bei Königen und Göttern zugute kam. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Oh. Wir kommen hier gar nicht weiter. Oh, wir müssen auf die andere Seite. Egal, wir haben noch ein bisschen was bekommen dafür, dass wir es mal hier angelegt haben. Da, auf die andere Seite. Kommen wir da überhaupt gut hin, Jana? Ja. Oh, oder? Der Drache. Es ist Baudius, nicht wahr? Ja. Und du hast ihn erledigt, um mich zu retten? Wie komme ich da jetzt nochmal hoch? Ich glaube von wo ganz anders. Kann das sein? Ich glaube von wo ganz anders.
Oh, jetzt war ich so schwer, nett. Das ging von hier. Oder? Von wo kamen wir denn da hin? Nee. Das kann ja gar nicht sein. Hä? Wo waren wir? Ah ja, meine erste Stelle. Ich war nicht viel älter als du, als ich anfing. Von als hinten Laufbursche rum kommen wir da hin, ne? Nachts hatten meine Freunde und ich den Wald für uns. Guck mal, da weißt liegt der. Das ist ich so erzähl cool sie dir gemacht. Später. Ja, machen wir später. Okay. Kommen wir von hier aus nach oben. Ja, okay, das war hier. Hier waren wir auf jeden Fall auch schon mal. Natürlich waren wir hier schon mal. Ich erinnere mich so ein bisschen, glaube ich, daran. Dann darüber. Dann da nach oben. Und dann nach da oben wahrscheinlich. Ja, guck mal da. Das ist ja so cool, dass der jetzt echt hier weiterhin liegen bleibt. Der arme kleine Drache. So, da kommen wir wieder. Wir müssen da hin. Ein Schatz. Sehr gut. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Drachentränen. Ah. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt nochmal da hinkomme. Ich sag euch, wie das ist. Ich glaube, ich bin falsch, weil da kommen wir ja nur wieder nach unten. Wolver, hinter dir! Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich meine Waffe wegstecken. Ja, das macht ich nicht. Ich hab doch was anvisiert! Ihr seid so scheiße. Lasst mir doch einfach mal Ruhe. Ich hab mich verlaufen. Ist der Anne jetzt auch tot? Nein. Klar. Osch. So. Oh, gib mir das. Das ist aber toll. Hat der auch Sachen verloren? Natürlich. Bissel. So, da bin ich ja nicht runter. Warte mal, komme ich dann woanders weiter? Wie kam ich da nuff? Das geht ja irgendwie. Wieso ist das so undurchsichtig hier? Irgendwie muss ich weiter hoch. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. Ich weiß, dass ich da schon war. Definitiv war ich da schon. Aber ich kann euch nicht sagen, wie. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Weil da komme ich auch nirgends hoch. Oder habe ich das übersehen? Eigentlich nicht, ne? Habe ich hier irgendwas übersehen? Vielleicht gab es hier noch einen anderen Weg. Das ist ja toll, dass ich mich jetzt wieder überhaupt nicht hier zurechtfinde, ne? Das könnte ja alles einfach sein. Aber natürlich muss es irgendwie schwer sein. Außer ich habe jetzt hier wieder irgendwas übersehen. Das hoffe ich natürlich nicht, aber... Ging es hier noch einen anderen Weg lang? Ja. Vielleicht war der der bessere Weg. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So, da war nichts mehr außer Kistle. Da geht's raus. Nee, wir sind falsch. Wir sind falsch. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir könnten wahrscheinlich die Brücke drehen. Vielleicht ist das die Lösung. Ich weiß es nämlich gerade wirklich nicht mehr. Wie wir da hinkommen. Dann gehen wir erstmal dahin. Da können wir erstmal was aufheben. Ich glaube, da können wir auch nicht hoch. Nöp. Nöp. Ich weiß halt, dass wir da oben schon waren, oder? Oder waren wir da noch nicht? Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, was für eine Tür das ist. Das war das, wo ich dachte, dass es der Weg ist.
Weil da mussten wir ja auch von außen kommen. Von da, genau. Da müssen wir jetzt wieder irgendwie hochkraxeln. Meine erste Stelle. Genau. Ich genau. Für einen Fee. Genau. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Mach später. Mach später. So, weg mit dir. Du kannst mich halt fahren. Oh. Wir treffen beide nicht. Das finde ich super. Das ist ja noch ein Gegner. Oh nö. Oh nö. Ja, das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Die gehen mir auch nicht. Wieso hasse ich so viele Gegner? Ja, triff sie halt auch einfach nicht, Atreus. Ist okay. Ich merke mir das alles. Ja, ja, alles super. Mir geht's super. Mir geht's toll. Ich fühle mich berauscht. Oh, da liegt ein bisschen Heilung. Cool. Klasse. Wo geht's hoch? Jetzt muss ich wieder den Weg nach da oben suchen. Ich glaube, ich könnte es mir tatsächlich einfacher machen, indem ich einfach immer... Aber das dauert halt auch immer so ewig lang. Nee, da geht's gar nicht, Nuff. Doch hier. Das dauert immer so ewig lang, auch diesen blöden Turm zu drehen, die Brücke. Und jetzt kann ich mir entscheiden... Ja. Was für ein Gekraxel ich lieber möchte. Nehmen wir das. Und dann gucken wir, dass wir zu dem anderen Turm halt irgendwie noch kommen. Wie hab ich denn das... Achso, das letzte Mal gemacht da. So haben wir das letzte Mal gemacht. So, ne? Und dann damit nach oben. Und dann hier rüber. Ja! Wundervoll. Haben wir das hingekriegt? Weil hier waren wir definitiv schon. Gut, dass wir so weit springen können. Sehr gut. Okay, ich weiß nicht, ob wir von der anderen Seite runterkommen. Das wäre natürlich toll. Noch ein Name. Hune. Wozu die geheimen Rufe? Vielleicht sollen wir in Muspelheim und Niflheim etwas finden. Ist mir egal. Okay, wir gehen runter. Der war doch nicht umsonst noch da, oder? Den haben wir doch dann einfach das letzte Mal nicht hingekriegt, oder? Bestimmt. Ich weiß halt nicht, was für ein Turm der eine ist. So, und dann der hier noch. Dann fehlen uns nur noch zwei. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf den anderen hochkomme. Ich da jetzt wieder irgendwas übersehen habe. Meine erste Stelle. Oh Mann. Genau. Es tut mir so leid, Mimir. Es tut mir so leid, Mimir. Freunde nannte man uns. Wir waren schalkische Kobolde. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Ja, bitte. Du musst dich alles unterbrechen, ich weiß. Ist kacke.
Aha. Noch ein Name. Ja. Hilde. Sehr gut, 6 von 8. Okay, dann sind es nämlich nur noch die 2. Ich weiß echt nicht, wie ich da hochkomme. Ich weiß auch nicht, was für ein Ort das ist. Vielleicht können wir mit der Umgebung arbeiten. Und dann rausfinden. Ne? Rausfinden einfach. Ich gehe noch mal kurz, aber ich glaube, wir finden da auch nichts mehr raus. Weil da oben waren wir jetzt. Wir müssten von der anderen Seite kommen, richtig? Theoretisch. Aber von der anderen Seite habe ich jetzt keinen Weg gesehen. Richtig? Meine erste Stelle, genau. Ich und ein paar Kumpel durften im Wald hausen, solange wir den Feenkönig unterhielten. Wir ergötzten uns an allerlei Unfug, foppten die Sterblichen, die dort lebten. Doch solange wir unseren Meister erhalten, hatten wir nichts zu befürchten. Dann, eines Tages, war er nicht erheitert. Und ich zog besser weiter. Zum Glück haben mich die Zeit und meine vielen Reisen seither von jenem neckischen Streuner zu dem Ausbund an Tugend werden lassen, der ich heute bin. Mhm. Ist aber super. Wir waren da schon. Ich kann nicht rein. Wir waren da schon. Aber wie kam ich da hier? Über das Dock? Nee, vergessene Höhlen. Nee, das glaube ich nicht. Das können wir nicht nutzen. Ich guck noch mal, aber da können wir uns ja nichts runterholen. Wie kamen wir da hin? Ich bin gerade so aufgeschmissen, weil wir waren da halt wirklich schon. Ich erinnere mich. Aber es kann doch nicht sein, dass wir den Weg dahin jetzt nicht mehr finden. Ich werde jetzt noch mal kurz... Aber ich glaube, hier sind wir ja erst reingefahren. Da ging es ja nach Dingensgedöns. Da waren wir erst drin. Aber hier gab es ja jetzt auch keinen anderen Weg bei der vergessenen Höhle, richtig? Oh doch, warte. Stopp. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, wir sind an einem Dock vorbeigefahren, als wir da rein sind. Das ein Dock, das haben wir ignoriert. Ich glaube, das ist unser Dock. Ich glaube, dann haben wir es. Hier das. Oh Gott. Ja, wir haben es gefunden. Okay. Es war einfacher, als ich dachte. Ich hätte mir nicht so viel Mühe machen müssen. Wir hätten uns vieles erspart. Aber gut, so ist das. Weiß man halt eben nicht immer alles auf Anhieb. Kann mir auch nicht alles merken. Wenigstens ist es mir noch eingefallen. Ja, sehr gut. Das wollte ich ignorieren da vorne. Dann fehlt uns nur noch das Vietnam. Nice. Nice. Noch ein Name. Olrun. Sehr gut. Okay, jetzt können wir wieder zurück. Schon cool aus da hinten, ne? Wie wir das da alles so schön gelöst haben. Sehr fein. So, jetzt aber. Wollen wir jetzt mal Mimi fertig sprechen lassen? Fertig erzählen lassen? Ist das eine Idee? Könnten wir mal tun. Aber wir sind ja gleich schon wieder da. Ist ja nicht weit weg. Dann fängt Mimi an und wir sind schon wieder am Dock. Mimi, bitte nicht. Mimir. Nein. Wie hat es dich hierher verschlagen? Junge, es kommt eine Zeit im Leben eines jeden Mannes, da er seinen Namen ändert und nordwärts zieht, um neu zu beginnen. Ah ja. Wenn du lange genug lebst, um das mehrmals zu tun, endest du so weit nördlich wie hier. Wir machen später weiter. Ja, es tut mir leid. Ich will Dinge tun. Wir wollen vorankommen. Die Geschichten können wir uns immer noch anhören, bestimmt. Ich glaube fest daran. Wir müssen... Warte. Das ist jetzt... Da kommen wir her. Aber das heißt, da sind ja dann noch die... Ihr wisst schon. Die Schalen, die wir jetzt nicht entzündet haben. Die müssten ja dann eigentlich jetzt für uns da easy erreichbar sein, oder? Oder? Ja. Also dann, die letzte. Gendul, da... Geil. Valkyrenfluch.
Reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Valkyren um 5%. Das merken wir uns, dass wir das haben. Das merken wir uns. Das können wir auf 15% hochballern, wenn wir die restlichen finden. Es gibt ja dann anscheinend 3 Stück, keine Ahnung. 5% ist schon mal nicht verkehrt. 5% ist besser als gar nichts. Wenn wir denn mal dann irgendwann hingehen und die Valkyren überhaupt mal herausfordern, die restlichen. Schauen wir mal, wann wir das machen. Kann ja auch noch ein bisschen dauern. So, kann ich hier irgendwas? Hallo? Nö, wahrscheinlich nicht. Doch, ein Auferstehungsstein, richtig? Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, mehr können wir eh nicht machen. Weil da brauchen wir... Das Geld haben wir. Genau. Aber die restlichen Ressourcen... Das sollte nicht so... Wobei, schwelende Glut ist schwer. Glaube ich. Schwelende Glut wird mir schwer fallen. Brauchen wir... Ja, brauchen wir für alles, richtig? Nö. Aber das ist dann auch erst die erste Verbesserung, ne? Naja, ist okay. Auf Wiedersehen. Ja, ciao. War nett. War super nett. Okay. Nach Jötunheim. Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim vorfinden, aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht. Und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen. Also gut. Soweit, ja. Es geht los. Jetzt bin ich gespannt. Moment, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Warum? Was? Es ist kein Weltenkristall da. Tyr muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie Erwin. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs. Ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Das ist die Frage jetzt. Der weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal. Er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri. Ja, dann auf zu Brock und Sindri. Nö, aber... Das, meine Lieben, machen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.